Gegen 22.45 Uhr vergangene Nacht hat eine Anwohnerin Brand in dieser ehemaligen Gaststätte bemerkt, die Rettungskräfte angerufen. Es hat dann hier in der Gaststätte sehr hohen Schaden gegeben, sehr heftiger Brand. Unmittelbar danach ist dann auch in zwei angrenzenden Gebäuden ebenfalls Brand festgestellt worden, wurde von der Feuerwehr gelöscht. Man hat dann an einem dieser Gebäude fremdenfeindliche Schmierereien festgestellt. Unter anderem wurden zwei Hakenkreuze aufgemalt und die Spurensicherung stieß auf Spuren von Brandbeschleunigern, sodass wir von Brandstiftung ausgehen müssen. Die Kriminalpolizei hat natürlich in der Nacht noch die Ermittlungen aufgenommen. Mittlerweile gibt es eine 20-köpfige Sonderkommission, die bemüht ist, hier den Fall zu klären. Also heute Morgen bin ich angerufen worden von unserem Pfarrer, dass drei Häuser hier, die für die Aufnahme von Asylbewerbern vorbereitet wurden und Flüchtlingen abgebrannt sind oder gebrannt haben heute Nacht, nachdem gerade erst die Häuser fertiggestellt worden sind. Ich bin also nicht nur bestürzt, ich bin einfach stinksauer, dass sowas jetzt passiert. Da ist ein Dorf bereit, Menschen aufzunehmen, die dringend eine Heimat auf Zeit brauchen. Und dann kommt irgendjemand daher und macht das alles einfach kaputt. Das ist hier keine menschenfeindliche, auch keine ausländerfeindliche Gegend. Und es ist wichtig, dass wir hier solchen Eindrücken entgegentreten, dass wir auch deutlich machen, wir werden alles dafür tun, dass Menschen, die vor Gräueltaten, zum Beispiel in Syrien, geflohen sind, nicht neue Gräueltaten hier bei uns zu befürchten haben.